Hallo und herzlich willkommen zurück zum Windows-Killer Nummer 1. Wenn ihr einen neuen Virus durch die Welt schicken wollt, der anderen Leuten das Leben schwer macht, benutzt einfach die Programmierung von der Frontschweine-PC-Version. Die killt Windows sowieso. Dreimal schon wieder passiert, aber jetzt wird es Zeit für den chirurgischen Schlag, bevor ich mich darüber weiter aufrege, denn ich würde gerne mit DX-Story aufnehmen. Da muss ich die Soundspur nicht immer noch übereinander ziehen. Das ist nämlich immer ein wenig nervig, finde ich. Ganz persönlich finde ich das. Weil irgendwie, ja, muss ja nicht sein. Und hierbei mit Fraps kann man zwar auch einfach so aufnehmen, den Sound, aber der klingt so bescheuert. Es gibt so ein paar Folgen, da ist der Sound richtig schlecht. Liegt nicht am Mikro, liegt an Fraps. Ich weiß nicht, wie Fraps das macht, dass es die Soundqualität so kaputt kriegt. Auf jeden Fall, der chirurgische Schlag. Ihr Trupp wurde ausgewählt, um einen der berüchtigsten Kommandeure des Gegners zu eliminieren und so die Moral des Feindes zu brechen. Beenden Sie seine Laufbahn mit einem Knall. Dann schalten Sie seine Leibwächter aus. Wieder streng geheim, sagt Major Grimschwart. Und wir erwarten Heldentaten. Oh yeah, das Ende ist in Sicht. Warum es ist unterstrichen. Für die Idioten unter uns. Wir sind nun leider keine Idioten. Alles klar, hier gehen wir mit Taktik ran. Und zwar warten wir erstmal, bis diese mega laute Musik vorbei ist, die man nicht leiser drehen kann. Dam, 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 da, dam, dam, da, 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 dam. Diese Musik ist viel zu laut. Ohne Scheiß, sie ist wirklich viel zu laut. Okay, in dem kleinen Bunker sitzt einer von unseren Freunden drinne, die wir nicht wirklich als unsere Freunde betrachten können. Aber wen interessiert's? So, was haben wir? Oh. Die Geschütze haben wir doch, glaube ich, einmal leicht kaputt. Vielleicht, wenn wir genau hierhin ballern, treffen wir eventuell beide. Das wäre perfekt. Bitte treff beide. Oder ich bin ein Idiot. Ich hätte auch eine andere Taktik machen können. Vielleicht hätte die funktioniert. Hey, aber das hat funktioniert. Meine Taktik, wäre gewesen, jetzt direkt vors Geschütz zu fliegen. Stimmt, Fail. Direkt vors Geschütz zu fliegen, damit der Typi aussteigt, weil er dämlich ist. Und wir dann einfach da reinhopsen können. Und wir sind vergiftet, deswegen rennen wir doch einfach mal hier lang und holen uns die Lebenskiste da drüben. Und du, mein Freund da oben, du kriegst gleich richtig auf den Sack. Hups. Ich hab jetzt schon eine Idee. Und zwar, da oben ist bestimmt einer drin. Ist da einer drin? Nee, da ist keiner drin. Ich flieg erstmal oben drauf. Check erstmal die Lage. Hey, da ist echt keiner drin. Feuer! Das schaffen wir. Acht Schaden. Super, den Zug kann ich mir in die Haare schmieren. Finde ich toll. Entschuldige, Bruder. Okay. Ja, ja, Ehre. Es war eine super Idee, da einzusteigen. Tatsächlich. Es war eine richtig gute Idee. Ich glaube, der wird jetzt dauerhaft aus irgendeinem Grund Scheiße bauen. Wenn das nicht das Beste ist, was uns hätte passieren können. So, dann hauen wir doch nochmal genau in demselben Winkel drauf, wie wir gerade drauf gehauen haben. Denn irgendwie war der gut. Der war echt gut. So, ich hoffe, das ist genau derselbe Winkel. Könnte ein bisschen weiter nach links sein. Jo, jetzt stelle ich hier schon Ansprüche. Los, mach sie kaputt. Jo, noch ein Luftschlag und es ist geschafft. Und den Luftschlag haben wir verballert, weil wir ja unbedingt mit unserer 8-Schaden-Waffe da drauf ballern mussten. Oh, ja, jetzt scheint es ihn nicht mehr zu interessieren, dass wir... Ja, nee, ist klar. Da ein Geschütz haben, ganz genau. Auf Saudorf wollen sie wieder alle drauf, natürlich. Was habt ihr alle gegen Saudorf, hä? Was habt ihr alle gegen den? Ich glaube, ich düse jetzt einmal hier rüber. Denn da ist ein kleiner Fleck, wo gleich ein paar Orden landen werden. Wer sich jetzt fragt, warum weiß denn der das? Frontschwein ist so ziemlich eins der ersten Spiele, die ich je gespielt habe. Sprich... Ich kenne es wie meine Westentasche. Okay, und das kenne ich auch. Oh, ich mach ich lang. Wir machen euch lang. Voll drauf. Oh yeah. Wir werden immer besser. Endlich. Gute Nacht. Wird auch Zeit, dass du einen Orden bekommst, was? Oh ja. Es wird Zeit. Gib mir den Orden. Wo ist der Orden gelandet?
Der hat ein... Unfair. Oh, wir benutzen drei in jedem Spiel. Warum ist das unfair? Alter, ich sag dir, warum das unfair ist. Du Kleiner. Erst die Luftschläge drauf bomben und jetzt hier ängstlich rumstehen. Espel? Was zur Hölle? Wir haben ihn Tarn geklaut. Wir sind doch die Helden. Wir sind doch solche Helden vom Dienst, ey. Hat er... Ja gut, ich würde sagen, wir rennen da einmal quer durch ihr Leben und benutzen das Heilungskit, was wir da gerade bekommen haben. Einmal, um uns zu heilen. Ja, sehr schön, denn wir sollten keine Schweine mehr verlieren. Dadurch kriegen wir nämlich weniger Orden. Das ist viel zu weit weg. Meisterzug. Oh nein! 20 Schaden, das Geschütz ist die Haupttaktik. Überhaupt nicht. Was laber ich? Ist überhaupt keine Haupttaktik. Ja, das sollte eine Mini-Verarsche sein. Und das war überhaupt nicht lustig. Ich weiß, es tut mir leid. Und du, mein Freund, du wirst jetzt untergehen. Und zwar ohne Butter. Denn dir fehlt ein Tee. Also nicht der Tee mit Doppel-E, sondern das T, der Buchstabe. Gute Arbeit. Hier, eine kleine Anerkennung. Hey! Schnappt sie Ho, euch. Fast auf unseren Kopf. Den Rest schaffst du auch noch. Nächstes Mal bitte auf unseren Kopf. So, was plant er? Bestimmt wieder nach oben mörsern. Oder wir benutzen die Bazooka, um zu mörsern. Auch gut. All dieser Hass? Ja, nee, wo kommt der wohl her? Ja, natürlich. Gut, dass wir uns geheilt haben, ey. Wir hätten uns direkt tarnen sollen. Ei, ei, Captain. Jetzt benutzen wir den Luftschlag. Wenn ihr hier so kleine Bitches seid, nehmen wir es mal Bitches, dann muss ich wohl leider auch eine Bitch sein. Ich hoffe mal, das trifft jetzt wieder beide. Das wäre nämlich super klasse. Das wird schon passen. Wie der unser Feind sagen würde, das ist viel zu weit weg. Nein, das ist gar nicht, aber egal. Wie hieß der da unten? Wiao Ming? Oder Wao Ming? Oh yeah, nee, Xiao Pik. Und du scheinst dir wirklich Mühe zu geben. Schinken, also, da ist Schinken schon wieder. Wie oft haben wir den schon gekillt? Hm, das ist hier die Frage. Wie oft haben wir den gekillt? Statistisch gesehen müsste ich jetzt treffen. Statistisch gesehen. Ja, statistisch gesehen. Ganz genau. Gut, dass er verfehlt hat. Sonst hätten wir ordentlich einstecken müssen. Der Orden gehört mir. Der Orden gehört mir. Oh, so wundervoll. So herrlich. Orden. Ist das, mein Freund? Du gehst jetzt mal segeln. Weißt du auch warum? Weil du im Feindteam bist. Oder auch nicht. Ist auch gut. Das war alles geplant. Dürfte ich jetzt? Danke. Bitteschön. Und jetzt probieren wir noch schnell zum Orden zu hopsen. Das schaffen wir. Zum Orden und nicht weiter runter. Nicht weiter runter. Was verstehst du daran nicht? Ja, komm, kuscheln wir noch mit ihm. Kuscheln wir mit Dummsau. Und wer kriegt wieder die Arschkarte? Er tarnt sich. Los, Saudolf. Du schaffst es. Können wir hier einfach... Nein, ich probiere es gar nicht. Ich werde abrutschen und ich werde sterben. Deswegen probiere ich das gar nicht erst. Düsen wir hier einfach mal runter. Und ich sollte zünden, bevor ich jetzt an den Map-Rand fliege und das Ding wieder explodiert. Und ich glaube, den Zug haben wir damit verbaut. Tja. Sehr gut gemacht, Nico. Ja, super. Ist ja mal wieder ein Erfolg. Wenn wir jetzt noch jemanden verlieren durch diesen Zug. Untersteh dich, auf den Spion zu ballern. Ich leide mit euch. Euch? Ich sagte, untersteh dich. Es passt mir jetzt gar nicht. Boah, Alter, der kriegt hier alles ab. Der kriegt wirklich alles. Wisst ihr was? Jetzt sind wir auch einfach mal Assis. Er würde uns was bringen. Ich wollte gerade sagen, da er uns nicht viel bringt, können wir ihn ja einfach tarnen. Er bringt uns etwas, und zwar ist das ja ein Scharfschütze. Oh nein, wer hätte es gedacht? Verdammt, jetzt habe ich das ganze Let's Play zerstört, weil ihr jetzt wisst, dass es ein Scharfschütze ist. Und peng! Aus dem Hinterhalt! Ich wollte jetzt sagen, noch voll daneben, aber wir haben getroffen. Schwerter zu Fresströgen!
ihr Schweine! So. Die Schwächlinge können einpacken. War es das, was du sagen wolltest? Schinken! Untersteh dich. Oh, jetzt komm schon. Das ist der optimale Vernichtungswinkel. Vernichtungswinkel am Arsch! Immerhin ist er reingeflogen. Alter, noch ein Treffer und der ist am Arsch. Was geht? Ihr seid doch alles kleine Deppen. Was soll das? Warum macht ihr das? Müsst ihr so gemein sein? So, wir fliegen jetzt einfach darüber, schnappen uns den Orden und dann gibt's aufs Maul für den Kleinen da unten. Weil er so nett die ganze Zeit zu uns ist, dass er unbedingt aufs Maul kriegen muss. Und da unten ist die Kiste. Dann sind wir schon wieder bei dem Punkt, dass wir auf Gegner in Kissen ballern. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach vor denen und ruinieren uns damit den Zug. Toll gemacht! Super! So ein toller Zug! Habt ihr diese Idee gesehen? Habt ihr diese Umsetzung gesehen? Und ja. Immerhin haben wir das geschützt. Bringt uns nur auch nicht so viel. Taktik war, dass ich vorhin gehe, damit er nur mit dem Revolver auf uns ballert. Ja, aber ich hätte gerne noch die Gasgranate geworfen. Volle Breitseite. Aber der Captain wird das regeln. Diese Stimme erkenne ich doch überall her. Wir haben verfehlt. Ich habe auch so daneben gezielt, ne? Immerhin funktioniert das. Wurzel aus x Quadrat mal v. Feuer. Wow, Mathe beherrscht er auch noch. Ist mir eine Ehre. Ist mir eine Ehre. Du, mein Freund, wirst jetzt kräftig in die Luft fliegen. Und es wird dir gar nicht gefallen. Es tut mir leid, aber es muss... Oh, Schinken. Oh, heul doch nicht. Oh, guck mal hier. Oh. Oh. Oh, ich muss dich jetzt umbringen. Oh. Ich mach Schinken aus dir. Der war überhaupt nicht gut. Für Speck und Eberjant. Wenn du verfehlst, kriegst du eine auf den Sack. Oder auch nicht. Du hast nämlich nicht verfehlt. Sehr schön. Warum nehmt ihr nicht noch größere Waffen? Keine Ahnung, du kannst mir noch größere Waffen wir geben. Wir werden ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen. Gibt's in dem Game was Größeres als einen Luftschlag? Dann gib mir das eventuell. Ja, nee, ist so wie klar. Bei Bruce der Atommodus, ne? Alles, oh. Ja, so viel zu, ja. Danke. Warum nimmt ihr denn nicht noch größere Waffen? Ich beschwere mich irgendwie, ja, kannst du mir ein paar Luftschläge geben? Kleiner Nörgler. Und was passiert? Ich krieg Luftschläge. Leck mich am Arsch, damit hätte ich nicht gerechnet. Der wird ja ziemlich sauer sein. Drauf da. Und wir haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen, weil wir die Besten sind. Bravo. Gegen dich und deine Jungs haben sie keine Schnitte. Niemals. Saudolf, der Spion, Grunzel, Respekt, der Held, der MG-Stand. Teil des Teams seit der ersten Folge. Noch nie gesehen. Alter, Grunzel hat es hier aber richtig knapp überlebt. Aber richtig knapp. Das heißt, sie haben alle Orden. Yes! So viele Orden, so viele Orden. Damit können wir wieder jemanden befördern. Hip, hip, hurra. Feinschweine kalt abserviert, wie jedes Mal. Und ich muss rülpsen. Es kommt richtig hoch. Und... Okay, so richtig war das auch nicht. Das war ziemlich gequält. Konnte man das hören? Hä? Hoffe nicht. Ein Orden fehlt. Ein Orden fehlt. Ich würde sagen, wir machen, tun Grunzels auch noch einen kleinen Gefallen hiermit, indem wir ihn auch noch befördern. Aber ich weiß nicht, haben wir noch genug Missionen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, wir schaffen es sogar noch, alle zu befördern. Okay, dann sollen wir warten oder es befördern lassen? Wisst ihr was? Ich gebe euch die Möglichkeit, quasi zu sagen, was wir dabei machen sollen, denn eigentlich wäre beides gut, weil der Spion, mit dem können wir dann noch ordentlich was klauen. Also wieder die Kistentechnik, dem Gegner so viel klauen, dass er nachher keine nur noch sich tarnt und sonst nichts mehr tut. Funktioniert jetzt noch nicht mehr so ganz so gut, weil vorher hatten wir drei Spione und jetzt haben wir noch einen. Und mit drei Spionen konntest du einfach jeden Typen leer mopsen. Das heißt, mindestens einen, den lässt du einfach am Leben und der tarnt sich nur noch. Oder macht gar nichts, bis er eine Bazooka geschenkt kriegt. Ist auch immer nett. Oder halt, wir befördern Saudolf zum Helden. Allerdings erst nach einem weiteren Match. Also, ich würde sagen,
Sagt mir einfach, was wir machen sollen. Ansonsten werde ich einfach Grünzels beim nächsten Mal zum Kampfkeiler machen. Ich denke, der Mann hat's auch verdient, ne? Nach dem, was er diesmal alles passiert hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Frontschweine. Ich wollte Fallout 3 sagen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe und dumm, dass ich es erwähnt habe. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Haut rein, ciao!